Also mein Opa sagt, Österreich hat zu viele Schulden. Warum ist das so? Wir haben nicht zu viele Schulden. Natürlich kann man das Geld nicht beim Fenster rausschmeißen. Ist ja Steuergeld. Aber das Wichtigste ist zum richtigen Zeitpunkt investieren in die Zukunft. Und das heißt auch für dich Schulen, Universitäten, gute Ausbildung, Wissenschaft, Forschung. Und dafür darf man sogar manchmal Schulden machen, weil dann verdienen wir in Zukunft mehr und können diese Schulden wieder zurückzahlen. Wozu braucht man eigentlich einen Bundeskanzler? Naja, ich würde eher sagen, wie kriegen wir einen guten Bundeskanzler? Ein guter Bundeskanzler, das wäre ein Regierungschef, der sich darum kümmert, dass die Regierung wirklich arbeitet und dass die einzelnen Fachminister und Ministerin sich wirklich um die Themen kümmern und nicht die ganze Zeit miteinander streiten. Das heißt, ein guter Bundeskanzler ist einer, der sagt, in diese Richtung geht's und alle arbeiten zusammen und alle schauen, dass sie was zusammenbringen. Bekomme ich eigentlich eine Pension, wenn ich alt bin? Mit Sicherheit, weil Österreich ist ein ganz reiches, zum Glück ein ganz besonders reiches Land. Wir werden dafür sorgen, dass dieser Reichtum gesichert wird. Weil es einfach eine Schande wäre, wenn junge Menschen heute lernen, studieren, arbeiten und dann eigentlich um ihre Sicherheit im Alter betrogen werden. Da passen wir schon auf. Warum streitet ihr Politiker eigentlich so viel? Naja, manchmal ist Streit was Sinnvolles, wenn man schaut, wer hat die bessere Meinung und die bessere Lösung. Aber wenn völlig sinnlos gestritten wird und nichts mehr weitergeht, dann ist Streit was äußerst Schädliches. Und deswegen versuche ich im Parlament zumindest zu schauen, dass wir ordentlich zusammenarbeiten. Das gelingt immer öfter, zum Glück. Im Spital muss ich immer so lange warten. Können Sie das besser machen? Das muss sich ändern. Stellen wir uns einmal vor, Menschen mit sehr schweren Krankheiten kommen ins Spital und dann wird ihnen gesagt, na kommen in einem halben Jahr wieder, dann machen wir eine Untersuchung. Das geht einfach nicht. Menschen zahlen ein und haben das Recht in einem reichen Land wie Österreich, dass sich ein Spital sofort um ihre Gesundheit kümmert, weil die Krankheit wartet ja auch nicht. Und da muss sich was ändern und zwar ziemlich schnell. Was machst du für den Tierschutz? Viel. Das ist eines unserer Hauptanliegen, weil es einfach unmöglich ist in einem Land wie Österreich, dass es Tierfabriken gibt, in denen Tiere gequält werden, Tiertransporte, wo Tiere elend zugrunde gehen und zum Beispiel auch diesen Welpenhandel von kleinen Hunden im Internet, wo wirklich Fürchterliches passiert. Dabei wäre es so einfach, da klare Gesetze zu beschließen und das alles zu beenden. Das werden wir auch machen. Muss ich mich vor Terroristen fürchten? Die Wahrscheinlichkeit, dass es einen von uns persönlich trifft, ist sehr gering. Aber trotzdem, alle haben das Recht auf einen bestmöglichen Schutz. Und deswegen lege ich größten Wert darauf, dass wir wissen, wo die gefährlichen Leute sind, wo die gefährlichen Zellen sind und rechtzeitig alles tun, damit nichts passiert. Und das ist die Aufgabe einer vernünftigen Sicherheitspolitik, dass sich auch alle sicher fühlen. Stimmt es, dass Ihr Politiker so viel lügt? Naja, ich persönlich hoffentlich nicht. Nein, ich habe immer darauf aufgepasst, ehrlich zu sein, weil das Vertrauen das wertvollste Kapital in der Politik ist. Und wenn uns die Menschen nicht mehr vertrauen, dann geht auch die Politik kaputt. Aber es ist in der Vergangenheit viel gelogen worden. Es ist auch viel mit Steuergeld passiert, was nie passieren hätte dürfen. Und das ist meine persönliche Aufgabe, das zu kontrollieren und das abzustellen. Und ich glaube, da habe ich schon einiges getan. Warum flüchten so viele Menschen nach Österreich und bleiben die für immer hier? Ja, viele flüchten, weil es unerträglich ist, in Kriegsgebieten, speziell Familien mit Kindern zu bleiben, das geht einfach nicht. Aber wir müssen schauen, dass viele in der Nähe zumindest bleiben können. Und dazu brauchen sie Lebensmittel, Wohnungen und Schulen für die Kinder. Ich habe mich immer dafür eingesetzt, dass möglichst wenige zu uns kommen müssen. Die wenigen, die dann kommen, die müssen wir anständig behandeln, aber wir müssen auch von ihnen verlangen, dass sie sich integrieren. Warum können so viele Kinder in meiner Klasse eigentlich kein Deutsch? Das hat viele Gründe, aber ein Grund ist, dass sie auch oft zu wenig Deutschunterricht und spezielle Förderung kriegen. Ich kenne so viele Beispiele, auch heute bei uns im Parlament, wo Flüchtlingskinder von damals spezielle Förderung beim Deutschlernen erhalten haben und heute in ganz tollen Berufen auch für dieses Land arbeiten. Und so sollte es überall sein. Förderung rechtzeitig,
damit die Kinder dann nicht überbleiben und später mal unqualifiziert sind und keine Arbeit finden.